Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch dann mal von Trinity City, also von Guild Wars 9, den bemalten Hextech-Sachen, euch die Straßensektion vorstellen. Und zwar haben wir dann hier einmal ein Highway-Paket und einmal die Highway-Intersections. Für zwei Karten habe ich der Sci-Fi-Trader empfohlen, zweimal die Highways und einmal die Intersections. Ich habe aber trotz alledem mal alles mir doppelt bestellt und da bin ich mal sehr gespannt. Als kleine Empfehlung, ich würde generell Richtung Matte tendieren und darauf mir das aufstellen, das Gelände. Ich denke mir, diese Papierkarten sind da nicht ganz so optimal, ist meine Meinung. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was hier drin ist. Ich mache kein großartiges Unboxing, ich möchte das ein bisschen kurz halten heute das Video nicht allzu lang, weil ich euch zwei Arten meiner Nutzung zeigen möchte oder Einsatzbereiche, könnte man sagen, einmal auf Hex und einmal hexfrei. Wir erhalten hier im Highway Set 4 lange Teilstücke für die Karte. Dazu gibt es zwei, ich sag mal, mittlere Teilstücke, also über 3 Hexfelder. Die langen haben 6 Hexfelder von der länglichen Ausdehnung her, ein bisschen blöd formuliert, und 2 über der Breite von 2 Hexfeldern. So, dazu gibt es noch 2 Endstücke inklusive Parkplätzen, die ihr dann eben halt ebenfalls nutzen könnt. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja leichte Farbunterschiede zwischen den einzelnen Stücken. Wahrscheinlich wurden dann 2 unterschiedliche Chargen zusammengepackt. Ich weiß nicht, ob das maschinell bemalt wird oder händisch. Die Highway Intersections, das sind quasi wie Kreuzungen und wahrscheinlich dann auch Plätze, die man sich dann schön zusammenbauen kann, bestehen aus eben 4, ja, das ist eine 3, ja, eine 4er-Kreuzung, also so eine ganz normale Kreuzung. Dann haben wir hier eine etwas länglich versetzte Kreuzung mit 2 Teilstücken, dann eine T-Kreuzung mit auch 2-mal quasi vorhanden, sorry für die kurze Pause, und hier noch ja, für so eine Kurve könnte das dann sein, ne? Also das ist dann individuell zusammensetzbar, könnte man sagen, und dann passt es. Wie gesagt, Sven hat mir gesagt, wir bräuchten 2-mal von der Straße her. Das dürfte auch so sein, wenn man die Länge quasi überwinden möchte. Was auch auffällt, wir haben keine halben Hexe. Das heißt, im Endeffekt steht das Ganze ein klein wenig drüber, wenn wir das erste Teilstück anlegen würden. Also wenn man das genau macht, guckt dann hier ein bisschen was drüber. Also kein Problem, aber ich denke mir, das sieht bestimmt dann top aus, wenn wir dann die Gebäude mit hinstellen und mal breit legen. Tja, so könnte das eventuell aussehen. Ihr merkt schon, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier hätte ich noch was hinlegen können. Ich habe hier mich ein bisschen verbaut quasi, aber an für sich macht es schon ein sehr interessantes Bild. So dass man auch sagen könnte, ja, natürlich, man nimmt dann noch das zweite Pack dazu von den Intersections. Das heißt, von kreuzungsmäßig könnte man da ein bisschen mehr machen und natürlich dann auch von diesem, ja, vom Highway. Also ich würde sagen, 2 Packs machen bestimmt Sinn. Weil so, ja, wie gesagt, ich bin hier nicht fertig geworden, ich konnte hier nicht rumbauen. Also hier hinten, das sieht man dann hier, ist eine, quasi eine offene Kreuzung 2-mal. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade mal nicht so geduldig gebastelt und aufgebaut habe. Aber von der Optik her ist das schon nicht schlecht, ne, was hier da gemacht wurde. Warum man hier diese Noppen gemacht hat, weiß ich nicht direkt. Ja, vielleicht kommt dann später noch irgendwas, das dann dazu passen wird. Ich weiß es nicht, aber so gesehen ist das erstmal nicht schlecht für die Hexfelder. Machen wir das Ganze jetzt mal kurz auf meiner kleinen Demo-Matte. Da bin ich mal auch sehr gespannt, weil ich würde ja gern die kleine Demo-Matte mitnehmen zur PhoenixCon und dazu die Gebäude so mit der Straße. Mal sehen, wie das dann wirkt.
So, jetzt ist jetzt hier erstmal alles so weit aufgebaut und es fällt euch natürlich auf, das passt nicht ganz. Ich bin auch nicht ganz so zufrieden, auch vom Aufbau her. Ja, das ist jetzt wirklich nur jeweils ein Set genommen, also ein Pack. Sprich die Intersections und den Highway. Ist nicht ganz perfekt, was mir auch schon aufgefallen ist. Es wäre hier wirklich sehr wünschenswert, wenn man hier auch wirklich nur ein Hex hätte von der Breite. Die Zweier-Sets sind ja nicht schlecht, ne? Also diese. Und die nochmal halbiert, das wäre nicht schlecht gewesen. Da könnte man besser die Kreuzungen und so weiter zusammenbauen. Ich habe hier auch von den Gebäuden immer jeweils nur ein Set genommen. Das heißt, man müsste dann auch verdoppeln, um ein bisschen mehr ja, Gebäude hier zu haben. Oder man nimmt das von seinen eigenen Sachen. Aber an für sich, ein zweites Set ist von den jeweiligen Sachen nicht schlechter, ist man flexibler, auch hier auf dieser Demo-Matte. Da werde ich dann das zweite dann demnächst mal auspacken und auch mit hier aufbauen. Aber mir ging es erstmal darum, dass ihr erstmal einen Eindruck habt, was eigentlich das eine Set jeweils möglich macht. Es ist schon nicht schlecht, es ist flexibel. Für die Hexkarten natürlich besser geeignet. Das ist so, ja, meine Meinung. Ja, so sehe ich das eher. Tja, und was ist jetzt hier eigentlich mein Fazit? Ich denke mir, für Hexmatten ist es eher besser geeignet, obwohl das hier so auch nicht schlecht aussieht. Was mich ein bisschen irritiert, sind diese Noppen hier, was das sein soll. Vielleicht können wir mal irgendwann ein paar Lampen oder so, die man da aufstecken kann. Ich weiß es nicht. Das ist etwas irritierend. Wie gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, ja, so ein einzelnes Hex, also eine schnellere Variante statt der doppelten. Ansonsten kann man so sagen, nicht schlecht, auch wenn man hier manchmal so hier in der Kurve ist, mal, da ist wahrscheinlich ein bisschen drüber gemalt worden, aber ansonsten eine super Sache, finde ich. Also für mich sowieso, ich bin ja nicht so gut beim Bemalen. Tja, was kostet euch der ganze Spaß? 34 Euro je Set. Also, naja, ein bisschen was muss man hinlegen. Ich würde auch meinen, Doppel macht eher Sinn. Und ja, ansonsten ist es eine feine Sache. Es gibt dazu auch noch ja, Hexberge oder ja, Felsen. Die habe ich mir jetzt nicht dazu geordert, weil ich mir gesagt habe, ich schaue mir lieber die Straßen an und irgendwo muss man auch ein bisschen finanziell aufpassen. Okay, das war es dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.